Seid gegrüßt, Sternreisende, und willkommen zurück zum Kampf um Galaxie WB03. Wir sind hier auf dem Kanal von Writing Bull für Strategiespiele, und wer sind wir? Wir sind nicht Writing Bull, denn mein Name ist Tumlo und ich bin Moderator des Community Forums von Writing Bull, und wir haben hier ein riesiges Community Event. Aber wie gesagt, wir, ich bin nicht alleine. Mit dabei habe ich unter anderem den Orun. Ja, hallo liebe Leute, willkommen Sternenreisende. Und da sind wir jetzt zurück beim zweiten Part dieses wunderschönen Events und dürfen den Spielern dann jetzt erlauben, auch weiterzuspielen, weil die müssen ja immer kurz die Zeit anhalten, während wir hier kurz kleine Trinkpause machen. Und ja. Wir sind halt einfach so mächtig, wir haben so eine Macht über das Raum-Zeit-Kontinuum, wir können einfach sagen, stopp, und alles Naja. bleibt stehen. Die Wahrheit ist, ich glaube, die Macht über das Raum-Zeit-Kontinuum und diese Befehlsgewalt, wann gestoppt wird und wann es weitergeht, die hat, glaube ich, eher der liebe Arrius. Hallo Genau. Arrius. Genau, hallo. Ja, ich werde natürlich hier immer mit dem Finger schnippen und die Zeit anhalten. Nein, Immer diese neu aufgestiegene, also wirklich. Ja, schlimm ist das, ne? Schlimm ist das. Nein, ich bin ja auch ein Neuaufgestiegener. Deswegen, also an und für sich ist Tumlo ja hier der Außenstehende, weil er ist ja von den Alten, den Tumlonen, der Typ, ne? Der hat sich ja nur an uns drangehängt. Wir sind ja hier der frische Wind in dieser Galaxie. Genau. Aber dieser frische Wind und das Überbleibsel der letzten Galaxie, wir möchten jetzt euch weiter vorstellen, mit was für Spielern es wir in dieser WB03 zu tun bekommen. Da würde ich sagen, fangen wir doch mal mit den Bubo Bubo an. Genau, die Bubo-Bubo-Technokratie, gespielt vom guten Unkraut-Yeti, die ist, wer hätte es gedacht, eine Technokratie, es sind absolute Wissenschaftler und sie geben, also, wie schreibt er es in seiner Biografie im Forum, Wissen ist unabdingbar, Wissen ist Entwicklung, Stillstand von Forschung bringt den Niedergang. Ich glaube, das beschreibt schon relativ gut, wie er sich das gedacht hat. Also er schreibt Wissen hier ganz groß, geht stark auf Forschung und ähnliches. Und wenn wir mal gucken, was hat er denn für Ethiken drin? Die Bubu-Bubu, hier sind sie. Er ist fanatisch materialistisch und egalitär. Also er ist auch hier auf gleichgestellte Spezies ausgerichtet. Mal gucken, wie er sich insgesamt anstellt. Und ich glaube, welche Eigenschaften haben sie denn? Sie sind begabte Ingenieure und sie sind intelligent. Also, sehr stark auf Wissenschaft ausgelegt, genauso der schnelle Lerner. Sehr, sehr kluge Vögel sind das. Allerdings Einzelgänger und etwas sesshaft. Mal gucken, wie die sich machen, dieser Galaxie. Das wird, glaube ich, wirklich interessant. Und der nächste Kandidat auf unserer Liste ist ein sehr interessanter Kandidat, weil das ist euer anderer ehemaliger Moderator. Der eine hat es ja noch mit hier reingeschafft aus WB02, aber der andere, der Zacke, der ist hier jetzt als Spieler dabei und verwaltet den materianischen Bankenclan. Genau, der materianische Bankenclan, wie der Name schon sagt, ist ja, quasi so ähnlich wie schon die Kelrakandelskaste, ein Volk von Händlern. Sie sind sehr wirtschaftlich und industriell, sind aber auch sehr sesshaft und kurzlebig. Deshalb versuchen sie, motiviert ihre Kurzlebigkeit, sie halt auch Höchstleistungen in dem wirtschaftlichen und industriellen Bereich anzustreben. Ihr Roleplay tut sich quasi so aufgliedern, dass sie versuchen, jedem Volk Kredite zur Verfügung zu stellen, welche natürlich auch mit Zinsen belegt werden. Es wird ein Rating in gewissen Abständen veröffentlicht, was die einzelnen Völker dann quasi einstuft mit ihrer Kreditwürdigkeit. Und sie dienen quasi auch als Wechselstube für Ressourcen. Also halt eine Bankenfraktion. Mir ist übrigens bei der Bankenfraktion hier zwischen noch was Nettes aufgefallen, was man vielleicht hervorheben sollte. Das Sol-System ist hier nämlich zu finden. Mit einer Rasse, die wir vielleicht ganz gut kennen sollten. Ne? Ja, sie nennt sich Mensch. Das ist uns natürlich vollkommen unbekannt. Ne? Für uns ist das völlig neu für uns drei, aber ich glaube, der ein oder andere Zuschauer da draußen identifiziert sich durchaus mit dieser Rasse.
Das findet man nämlich hier zwischen den Leuten, ziemlich genau zwischen den Fraktionen, ungefähr hier, zwischen diesen Vieren, den Saresh, dem osirischen Dektorat, dem Bankenclan und der Technokratie, ziemlich genau hier in der Mitte. Das ist irgendwie perfekt verteilt. Und ich muss sagen, in Hinblick auf so ein paar Fraktionen, die wir noch vorstellen werden, könnte das für interessante Verwicklungen sorgen. Allerdings, allerdings, ja. Genau. Das stimmt. Aber kommen wir vielleicht erstmal zu der nächsten Spielerfraktion, die wir hier haben. Und zwar das Vereinigte Kaiserreich Ralgar mit diesem prunkvollen Löwen. Und das wird geführt von unserem lieben General Feierabend. Das ist eine Monarchie, die, sagen wir mal, in ihrer Agenda, sagen wir mal, sehr abhängig von den Launen ihres Monarchen, Schrägstrich Spielers ist. Das heißt, von dieser Fraktion wissen wir noch nicht so recht, was wir zu erwarten haben. Er wird wohl aber einen recht imperialistischen Stil an den Tag legen. Ja. Ja. Und die nächsten auf der Liste sitzen hier. Das ist die Nation of Xin. Und die will wer uns vorstellen? Die wollte eigentlich Arius machen, glaube ich, oder nicht? Ja, genau. Die Nation of Xin, ja, das sind die, die werden geführt von dem guten Lotok. Der ist auch neu bei uns, also neu in dieser Runde. Das sind, wenn man sie sich mal anguckt, sind das sehr, sehr knuffige Schmetterlinge. Sehr knuffige Insekten. Und ja, viel wissen wir, glaube ich, nicht über die Xin. Sie sind ein Kollektiv aus Individuen, wie sie sich beschreiben im Forum. Was an sich ein Widerspruch ist, wie sie selbst sagen. Und ja, viel ist nicht über sie bekannt. Sie... Ja. Also... Wie gesagt, ein Kollektiv von Individualisten, eine mutierte, aufgestiegene Lebensform, ursprünglich mal Haustiere. Und wie ich ihrer eigenen Beschreibung oder ihrer eigenen Art, sich darzustellen, nehme auch ein durchaus sarkastisch veranlagtes Volk. Allerdings. Warten wir mal ab, inwiefern sich das im Spielstil niederschlagen wird. Kann bestimmt für sehr schöne Konversationen sorgen. Also ich muss auch sagen, einige haben ja ihre Vorstellung eben schon im Forum veröffentlicht. Und man hat natürlich die klassischen Geschichtsschreiber, sag ich mal. Aber man hat auch, wie jetzt gerade bei den Xin, der gute Lotok, der einfach einen Bericht aus der Sicht eines aus diesem Volke geschrieben hat. Und sehr schön sarkastisch. Also ich kann es nur empfehlen, schaut ruhig mal ins Forum und lest euch die Texte selber durch. Sie sind sehr unterhaltsam geschrieben teilweise. Aber okay. Bevor wir zum nächsten kommen, ich habe gerade schon die ersten Kolonieschiffe gesehen. Ja. Ich habe genau dasselbe gesehen. Ich guckte gerade auf die Foxy Systems und sah aus dem Augenwinkel das Kolonieschiff des Ordens in das Uveron-System einfliegen und würde da ganz gerne mal gucken, was die da treiben. Die fliegen hier gerade in das System ein. Hier, wie man sieht, wie nennt sich das nochmal, dieses Design? Ein molluskes Design, glaube ich. Ja, molluskoides Design. Ja. Und sieht sehr schön aus, denn seit einiger Zeit, also seit 1.5, beeinflusst die Primärfarbe auf der Flagge auch die Farbgebung der Schiffe. Dadurch werden die ein bisschen individueller. Und er fliegt hier auf das System, auf den Planeten Uveron 3 zu, einen kontinentalen Planeten mit 15 Plätzen, den er wahrscheinlich zu kolonisieren gedenkt. Aber nicht nur da. Im Chiselion-System bei Mara Invicta. Okay. Genau, da haben wir nämlich auch schon ein Kolonieschiff. Das ist genau, hier. Und das fliegt auf den Planeten Chiselion 1 zu, eine Wüstenwelt. Mit 18 Plätzen, also auch nicht perfekt, aber stärker als hier die vom Orden. Aber die beiden haben wir noch gar nicht vorgestellt. Ich glaube, da kommen wir dann später jetzt auch drauf. Von den. Ja, jetzt sind es alle am Kolonisieren. Die Osiren sind auch schon unterwegs. Genau. Also Kolonisierung, das muss man ja mit 1.5 auch sagen, also mit 1.5 und Utopia,
Man hat diese Technologie, um Kolonieschiffe zu bauen, wesentlich früher. Und ich glaube, das wurde hier tatsächlich sehr fokussiert von allen Reichen. Aber da gehen wir dann, würde ich vorschlagen, Moment. drauf ein, wenn wir die anderen geschafft haben. Dazu sage ich nur kurz, die Tech hat man von Anfang an jetzt. Ja, sag ich doch. Du hast gesagt, man hat sie früher, also man bekommt sie früher. Aber nein, man hat, also das war leicht missverständlich ausgedrückt. Man hat die Technologie von Anfang an und Okay. kann quasi, sobald man die Mineralien hat, ein Kolonieschiff bauen. Ja, in Ordnung. Aber ja. Genau. Kommen wir zum nächsten Kommen System. wir zu den Foxy Systems, lieber Tublu. Erzähl uns mal darüber. Ja, die Foxy Systems mit dem wahrscheinlich kreativsten Namen, den ich je gehört habe für eine Spezies. Auch hier haben wir wieder Materialisten. Und mir ist auch gefallen, dass wir sehr, sehr viele Materialisten dieses Mal dabei hatten, während wir letztes Mal eher die Spiritualisten haben. Aber auch hier fanatisch materialistisch und egalitär. Die Foxy Systems sind es ist ein Megakonzern, der die sogenannte. Moment, wo ist der Name? Die sogenannte Sonus Megacorp. Und die haben eine zwiegespaltene Hintergrundgeschichte, was Roboter und Technologie angeht, sagen wir es mal so. Denn diese Foxys haben ein Problem mit Naniten gehabt. Und zwar so wunderbare kleine Mini-Roboter, die in jedem dieser Foxys über ja lange, lange Jahre gelebt haben und die quasi verwendet wurden, um die Foxys stärker zu machen, um sie zu heilen, etc., um generell diverse Probleme zu lösen. Aber irgendwann haben die angefangen, Probleme zu machen. Und dann war die einzige Möglichkeit, diese Naniten tatsächlich zu beseitigen, wohl ein globaler EMP, der diese Corporation bzw. diesen Planeten um Jahre zurückgeworfen hat, wenn nicht sogar um Jahrzehnte, weil man einfach sämtliche Technologie eben geschrottet hat dadurch quasi. Und dadurch sind diese Foxys heute eher schwach, wenn auch sehr, sehr geschickte Wirtschaftler. Also sie sind sehr intelligent, sie sind sehr geschickt, was die Energieproduktion angeht, sind aber wie gesagt dabei auch sehr schwach. Also man muss mal gucken, wie sie sich entwickeln und wie sich ihre, ich sag mal, Affinität zu Maschinen noch auswirken wird. Übrigens, bevor ich es vergesse, gespielt von The Green Jokey, ein weiteres bekanntes Gesicht. Richtig, richtig. Und jetzt, wie gesagt, wir überspringen den Orden erstmal, weil wir auf den nochmal aus anderen Gründen speziell eingehen möchten und springen weiter zum Hatak-Imperium, was ich sehr, sehr interessant finde. Nicht nur du. Richtig. Wer möchte? Keiner, dann werde ich es tun. Man kann das Hatak-Imperium im Prinzip in Anlehnung an Stargate betrachten, und zwar in Anlehnung an die Gua'uld, und zwar die Gua'uld unter der Anführung des Gua'uld Anubis, die angestrebt haben, oder zumindest Anubis hat es angestrebt, aufzusteigen in eine höhere Sphäre, was Anubis aber verwehrt wurde. Und wir kennen dieses Volk schon ganz gut, Arrius, ne? Denn Ja. nachdem wir hier ankamen als höhere Wesen in Begleitung von Tumlu, mussten wir feststellen, dass wir in dieser Sphäre nicht allein waren. Denn sein Volk hatte sich schon relativ weit entwickelt, war in Konkurrenz getreten mit diesen fallen Empires, die wir hier ja auch haben, und hatte es geschafft, einen Weg zum Aufstieg zu schaffen. Zumindest einige Individuen, unter anderem halt eben auch der große Katualon. Und der hat sich aber nicht so wirklich benehmen wollen und sich an die Vorstellungen halten wollen, die wir hier in dieser Sphäre und in dieser Galaxis durchsetzen wollten. Also haben wir mit vereinter Kraft ihn aus dieser Sphäre verbannt und zurückgeworfen in die Galaxis, wo er sich sofort hier eine neue Sekte gesucht hat, die er jetzt anscheinend hochzieht, und das ist das Hatak-Imperium. Ja, das trifft es relativ gut, würde ich sagen. Wir sehen auch, einige sind dort auf dem Planeten versklavt, also die sind auch nicht zimperlich. Die sind nicht anpassungsfähig, abstoßend, dekadent, dafür allerdings sehr langlebig. Das ist wohl ein Überbleibsel der kurzzeitigen Aufgestiegenheit. Und fleißig sind sie auch. Aber es ist Ich halt. glaube, das ist nicht das Letzte, was wir von denen gehört haben. Nee, also ich glaube, es wird echt nicht das Letzte sein, was wir von denen hören. Ich glaube, mit denen werden wir noch oft zu tun bekommen. In welcher Art ist dann nur halt entscheidend.
Wir werden es sehen. Ich persönlich glaube aber, halte sie aber eher für ein, sagen wir mal, ein manipulatives Volk und ein eher feiges Volk. Aber wer weiß in der Ecke, wo sie gelandet sind hier, wie sich das dann in Zukunft noch entwickeln wird. Also, sie haben einen Nachbarn, der ihnen, glaube ich, gerne mal auf die Finger klopfen wird, wenn sie zu frech werden. Ich zeige ganz unauffällig, welcher Nachbar gemeint ist. Die So. Domo-Republik. Genau, die Natürlich die Domo-Republik. Domo-Republik. Die Nein. wird gespielt von King Dis. Die Domur sind eine für den Krieg gezüchtete Rasse und sind, Moment, ich geh mal kurz rein, sind sehr stark, robust, haben dafür nur eine sehr geringe Fortpflanzung, was bestimmt durch die Genzüchtung hervorgerufen wurde, beziehungsweise bewusst von ihren Schöpfern so veranlagt wurde, dass es nicht zu viele werden. Sind abstoßend, weil wer achtet bei der Züchtung einer Rasse schon auf Schönheit? Einer Kriegerrasse, also einer Kämpferrasse. Genau. Und sind militaristisch. Logischerweise. Und dieses Volk zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie eben durch ihre Vergangenheit als gezüchtete Kriegerrasse und die damit einhergehenden Erfahrungen innerhalb ihres eigenen Imperiums keine anderen Rassen dulden und auch nach außen hin sehr abwehrend sind. Genau, ihr Wesen lässt sich so beschreiben: militaristisch, territorial, verschlossen, traditionell und ehrbar. Interessant wird vor allem, denke ich, irgendwann im Late Game, denn da habe ich so flüstern gehört, die Rasse, die sie gezüchtet haben soll, das soll der berühmt-berüchtigte Schwarm sein. Und ich bin mal gespannt, so im Late Game hat er da eigentlich eine sehr interessante Position. Er ist relativ weit nah am Rand, könnte also am Ende mit dem Schwarm tatsächlich auch in Konflikt geraten. Und er ist sehr nah an den beiden Fallen Empire, die irgendwann mal in Konflikt zueinander treten könnten. Also in der Also, Hinsicht hat er eine interessante Position als Kriegerrasse. ich glaube, es ist ihm ganz recht, dass er doch eher am Rand ist, was die anderen Fraktionen angeht. Weil, wenn ich mich richtig entsinne, war er auch jemand, der doch eher eben isolationistisch ist und Richtig. durchaus ein bisschen Abstand zwischen sich und andere Völker bringen möchte, wenn auch nicht auf dem Schlachtfeld. Richtig, richtig, richtig. Aber ja, dafür hat er eine sehr gute Position erwischt, das stimmt. Ja, Dann würde und ich sagen. jetzt bleiben eigentlich ja nur noch zwei Rassen übrig. Hier oben das Habitat 4 Mara Invicta und der Orden. Und das ist ja doch ein etwas spezielleres Pärchen, sage ich mal. Ja, denn der Orden und das Habitat von Mara sind, wie gesagt, das sind die beiden, die das Sol-System mit Sicherheit sehr interessant finden werden, denn das ist die alte Heimat von den beiden. Wir haben hier gleich zwei menschliche Völker, die die Heimat verlassen haben und geflohen sind. Und ja, sind aber zwei Völker, die wirklich unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Denn der Orden, hier momentan gespielt von Caves of Steel, aber eigentlich von Turanis, er vertritt ihn nur gerade. Und der gute Turanis spielt hier, wie hat er es formuliert, ihr Wesen lässt sich beschreiben mit sozialistisch, diplomatisch, territorial, expansiv und freiheitsliebend. Also er ist xenophil, egalitär und materialistisch. Er spielt eine Demokratie, also er ist definitiv auf die Freiheit ausgelegt, er hat wirklich sich eine gute Hintergrundstory zurechtgelegt, die jetzt eindeutig den Rahmen sprengen würde, wenn ich sie komplett vorlesen würde. Generell haben die beiden sich mittlerweile abgesprochen, weil die tatsächlich unabhängig voneinander menschliche Völker erstellt haben. Und ich glaube, wir lassen die beiden das bei Gelegenheit mal selbst erklären, wie sie denn zusammen funktionieren, wenn sie sich denn kennengelernt haben. Also Da bin ich sehr gespannt ich würd drauf. auch sagen, bei diesen beiden Völkern werden wir uns mal ein bisschen in Schweigen hüllen, was ihre Absichten angeht und die Anführer da, glaube ich, schwerpunktmäßig selbst erklären lassen, wer sie sind, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind und was sie ausmacht. Weil ich finde Aber es schön, menschliche dass sie. Völker und ich würde vor allem sagen, auch polarisierend, weil der eine mehr in die Richtung geht, kriegerisch, imperialistisch. Und der andere mehr in die Richtung geht, egalitär, Vereiniger, der große Diplomat. Wir werden es sehen. Definitiv. Das andere Volk eben von Whizzler gespielt, Mara Invicta, das Habitat 4. Die sind imperialistisch, militaristisch, auch territorial und expansiv.
Die Rasse ist anpassungsfähig, langlebig und abstoßend, also nicht ganz so belebt. Die scheinen sich ein bisschen verändert zu haben. Könnte Aber an zu der den Regierungen und Radioaktivität auf Eliten? ihrem Heimatplaneten, also ihrem zweiten Heimatplaneten, liegen. Genau. Die sind spiritualistisch und fanatisch militaristisch, aber auch hier haben wir eine Demokratie. Und er hat sich eine ganz spezielle Mechanik überlegt, nämlich die Kreuzzugsmechanik, wie er sie nennt. Aber auch dazu später mehr, denn es dauert noch, Achtung Spoiler, etwa 40 Jahre, bis die überhaupt mal relevant wird. Genau. Und dann würde ich jetzt tatsächlich, weil wir diese beiden Reiche ja eher ihren Anführern überlassen wollen zu beschreiben, mal kurz einen Überblick mir verschaffen. Und zwar, welche Reiche denn jetzt so schon angefangen haben zu kolonisieren. Ich will auf ein ganz bestimmtes Reich tatsächlich sofort verweisen. Okay, dann los. Und zwar auf die Handelskaste, auf die Okay. Kelrak-Handelskaste. Denn Rock hat mit seiner ersten Kolonie, glaube ich, hier wirklich den Rohdiamanten gezogen, wenn du dir mal Miltar Oder. Prime anguckst. Ich guck mal. Okay. Okay. Qualitativ außergewöhnliche Mineralien, erhöhte Plus 50% Feldproduktion. und atmosphärisches Aphrodisiakum. Schnellere, also höhere Bewohnbarkeit, schnelleres Wachstum und ja gut, dafür halt eine Tendenz von der Regierungsethik abzuweichen. Aber Aber der hat sehr den schwach. Vorteil, es ist sehr nah dran an seiner Heimatwelt, also nahezu irrelevant. Und guck mal lieber die Schiffsunterkunft, Er hat Betarianstein. Betarianstein. Okay, ja. Und es ist ein relativ großer und gut ausge. Also, da würde ich auch sagen, er hat definitiv einen Rohdiamanten gezogen, der sich im Laufe des Spiels sehr zu seinem Vorteil auswirken wird, denke ich, ja. Das sieht bei einigen anderen dann schon ein bisschen anders aus, das ist richtig. Aber da wir noch ein paar Minuten haben, trotzdem nochmal die Zusammenfassung. Also, die Kelrak-Handelskaste hat ihre erste Kolonie errichtet. Das Osirische Direktorat auch, aber schon ein ganzes Stück weiter weg. Und in genau die Gegenrichtung von Sanctuary, was ja aber Sinn macht, weil Sanctuary und die Infinity Machine erst später wirklich wichtig werden. Und hier die Saresh Nation hat auch schon, die Technokratie noch nicht, das war aber zu erwarten, weil es ja eher eine gemächliche Verbreitung zu erwarten war von diesem Volk. Aber der Materianische Bankenclan hat auch schon seine erste. Und auch hier sehr interessant anzumerken, auf Runa Prime gibt es titanisches Leben. Das ist, für die, die es nicht wissen, man kann quasi, je nachdem, wie man sich diesem titanischen Leben gegenüber verhält, möglicherweise die, ich glaube, mit stärksten Armeen im ganzen Spiel bekommen. Das Und stimmt, ja. ist für den Handelsclan tatsächlich weniger interessant, für den Bankenclan, aber Ja, mal gucken, dann hat er zumindest Verteidigung. ich wollte gerade meinen, ne? Also starke Armeen als Verteidiger sind auch schon nicht schlecht. Also das Kaiserreich hat noch keine Kolonie errichtet und ich sehe auch kein Kolonieschiff in der Umgebung. Nur Forschungsschiffe. Dann die Nation of Xin hat auch noch keine Kolonie. Die Foxy Systems auch noch nicht. Der Orden, ja, der hat hier in Uveron Aurora, das haben wir ja eben schon gesehen und ist da schon fleißig dabei. Und hier oben das Hatak-Imperium, von dem ich ehrlich gesagt erwartet habe, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind, hat sich aber auch schon was unter den Nagel gerissen. Da gucken wir mal schnell rein, was das so ist. Und eine relativ große tropische Welt. Ploff Prime, wo sie direkt schon mal anrücken und mit Sklaven schon mal alles nutzbar machen. Ja, auf Ich jeden glaube, Fall sehr, sehr beliebt werden die sich, glaube ich, machen. ja, Domo Republik hat auch noch keine und ja, Mara Invicta hat schon seine erste Kolonie und die sieht auch nicht schlecht aus, ist aber jetzt nichts Besonderes. Da werden wir mal Genau. abwarten müssen, ne? Und ich würde sagen, mit dieser kleinen Zusammenfassung des Zwischenstandes würde ich sagen, ist dieser Part auch schon wieder vorbei. Und wir werden sehen, was uns im nächsten Part erwartet. Macht's gut, Bis liebe Freunde. dahin. Ciao. Tschüss.